Am Samstag, den 28. Juni, demonstrierten 1500 Menschen bei der Demo für alle in Stuttgart. Die Demonstranten, davon viele Eltern, Kinder und Großeltern, protestierten gegen die Eingriffe der grün-roten Landesregierung in das Erziehungsrecht der Eltern. Die Teilnehmer hatten sich von schlechtem Wetter nicht abhalten lassen. Nach einer Kundgebung auf dem Schillerplatz zogen die Demonstranten gut gelaunt und friedlich vor das Stuttgarter Staatstheater. Nach dem Ende der Demonstration haben wir die Organisatorin Hedwig von Beverförde nach ihren Eindrücken von der Demo gefragt. Wir waren über 1000 Menschen, über Familien, Kinder, Eltern, Bürger, Großeltern, was weiß ich, aus allen Regionen Deutschlands, natürlich hauptsächlich Baden-Württemberg und aus allen Gruppen. Wir hatten Muslime dabei, diesmal zum ersten Mal, auch bei der Kundgebung. Wir hatten Christen aller möglichen Richtungen dabei. Es war wirklich wunderbar und auch sonstige Leute mit anderen Weltanschauungen. Es war eine ganz tolle Veranstaltung und ich glaube, alle freuen sich schon, wenn wir nach dem Sommer wiederkommen werden, denn das war noch nicht das letzte Mal.